Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Ich habe es ja gestern im Tageshoroskop schon erklärt, aber heute ist es wirklich soweit. Die Sonne wechselt heute um 11.44 Uhr in den Steinbock, also gleich vom Zeitpunkt aus gesehen, wo ich das Horoskop aufnehme. Dann beginnt die 30-tägige Phase mit der Sonne im Steinbock, die auf der einen Seite Einschränkungen mit sich bringen, weil es geht nicht unbedingt nur um unser Ego, um das, was uns gefällt, sondern um die höhere Aufgabe, um die Verantwortung, die wir tragen. Es ist gleichzeitig der Beginn des Winters und es ist gleichzeitig die Wintersonnenwende, denn von nun an werden die Tage wieder länger, die Nächte wieder kürzer. Auch wenn das am Anfang kaum zu bemerken ist, ist das hier die Wiedergeburt des Lichtes. Und diese Wiedergeburt des Lichtes wird ja unter anderem auch im Christentum durch die Geburt Jesu Christi gefeiert, jetzt am Wochenende. Also sind wir jetzt in der Steinbockzeit. Das gilt es natürlich in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr zu verfeinern. Der Steinbock ja seit 2008 nicht mehr ganz er selbst, wenn man so will, weil ja seit 2008 der Pluto durch den Steinbock läuft, noch bis 2024. Und von daher der Steinbock durch den Pluto in einer starken Veränderung und Wandlungs- und Transformationsphase ist, was dann eben auch passiert, wenn die Sonne dann in circa 16 Tagen auf Pluto trifft. Außerdem dieses Jahr der Merkur hier dicht beim Pluto in seiner Rückläufigkeit ist er sozusagen in den nächsten 3 Wochen hauptsächlich im Steinbock zu finden. Das heißt, die normalerweise nach vorne gerichtete Kraft des Steinbocks wird hier durch den rückläufigen Merkur etwas ausgebremst. Dinge entwickeln sich nicht unbedingt immer so wie vorgesehen. Zeitplanungen können sich verschieben oder aufgehalten werden. Konstruktionen sich nicht als das erweisen, als was man gedacht hat. Es kann hier und da eben zu Problemen kommen im äußeren Ablauf, was aber nichts anderes bedeutet, als dass wir jetzt stärker nach innen schauen sollen und dort nachschauen sollen, wie die innere Konstruktion dabei ist. Seit heute Morgen 3:40 Uhr ist der Mond im Zeichen Waage, wo er bleiben wird bis zum Freitagnachmittag. Es wird also ein Weihnachtsfest geben mit dem Mond im Skorpion, dazu aber in den nächsten Tagen noch mehr. Also der Mond in der Waage heute und morgen. Außerdem geht es allmählich schon wieder auf den Neumond zu, der am 29. Dezember sein wird. Der Mond ist also abnehmend in der Waage. Und das bedeutet im Grunde, dass jetzt hier zur Steinbockkraft, und da müsst ihr bedenken, heute ist ein Tag des Übergangs. Die Sonne ist ja jetzt noch im Schützen, dann im Steinbock. Sie muss sich erst mit dem Steinbock einrichten. Das können wir vergleichen, wie wenn wir von einer langen Reise wiederkommen und den ersten Tag zu Hause sind. Vieles flutscht noch nicht so, ist noch nicht so wie der Gewohnheit. So ist es mit der Sonne auch. Also heute vielleicht ein Tag, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung sich die Energie zeigen wird. Dazu der Mond in der Waage, der im Grunde aus ist auf Kontakt, auf Austausch, auf Ausgleich, Frieden, Harmonie, Schönheit. Mond in der Waage möchte nicht sozusagen nur steinbockmäßig an seinen Zielen arbeiten, sondern möchte andere Menschen mit einbeziehen. Deswegen heute astrologisch ein wichtiger Tag. Morgen und Freitag plane ich auch Tageshoroskope. Freitag natürlich dann auch mit den Aussichten fürs Weihnachtsfest, den astrologischen. Und Weihnachten werde ich dann ein Video einstellen mit den Jahreskonstellationen, also das Jahreshoroskop. Für heute wünsche ich uns allen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.